Ja, hallo. Ein Mitglied von Wir 2020 EU hat sozusagen unsere Anregung aufgegriffen, das Wahlprogramm schon genauso zu gestalten wie den ersten Volksentscheid nach dem Wahlerfolg. Also Wahlprogramm ist gleich erster Volksentscheid nach dem Wahlerfolg. Denn das Dilemma ist ja, dass es sehr schwierig ist, äh, äh, bei der Auswahl der Neumitglieder darauf zu achten, dass eine repräsentative Wählerstichprobe innerhalb der Partei entsteht. Das wird meistens nicht gelingen. Hat man aber trotzdem den unbedingten Willen zum, äh, dazu, wirklich demokratisch vorzugehen und will man sich tatsächlich nach der demokratischen Entscheidung der Mehrheit der Gesellschaft oder der Mehrheiten in der Gesellschaft richten sozusagen dann bleibt eben eben nichts anderes übrig als dass die neue Partei der Zukunft die neue große Volkspartei der Zukunft grundsätzlich ihre Wahlprogramme als Volksentscheide schreibt denn alle neuen Parteien wollen ja auch das Element das Volksentscheides, auch die Next Scientists for Future haben ja bei ihrer sogenannten Demokratisierungskette auch als eines der Elemente regelmäßige Volksentscheide äh, neben neben mehreren anderen Neudemokratisierungselementen sozusagen und von daher ja schauen wir es uns mal an also Heute geht es also bei den Nachrichten zu Bakti Füllmich, Schiffmann, Könlein, Reuter, Rosen eben darum, wie könnten sie die Parteien retten noch, dass es das nicht eine schlimme Wahlniederlage gibt jetzt in Baden-Württemberg, sondern wie kann man vielleicht noch in einem großen Endspurt, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen würden, wie kann man es vielleicht schaffen, dass man doch... Äh, noch äh, die 5,0% erreicht, äh, indem man endlich hundertprozentig mit den Next Scientists for Future zusammenarbeitet. Ähm, schauen wir uns mal an, was äh, sozusagen wie so, so ein Vorentwurf aussehen könnte. Sie sehen es hier, na, höher geht es nicht, aber Sie sehen es ja hier, erster Volksentscheid nach der Wahl. Hier zum Beispiel nur drei von fünf Expertenvorschlägen durch externen Experten Weltrat Next Scientists for Future, interne und externe pa Experten von wir 2020. Ja, wir 2020 hat ja einige Experten, externe Experten so, nach denen man sich wohl gerichtet hat, äh, aufgelistet äh, rund um das Wahlprogramm Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg. Und äh, ja und interne Experten bei die Basis wurden keine externen Experten genannt. Da gehe ich also mal davon aus, dass es sich um die internen Experten der Partei die Basis gehandelt hat. Und dann wurden die Vorschläge von, den, von der Herkunft befreit, also so dass man dass die Wähler wirklich nur die Sache entscheiden und äh, und jetzt könnte dann folgendes stattfinden, also wir könnten uns das so vorstellen, erst einmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier vielleicht vier verschiedene, also noch, es fehlt eigentlich noch ein externer Reformer vielleicht minimal, vier oder fünf und das Blatt wäre sozusagen... Bei der Wahl in der Wahlkabine hätten sie sozusagen querliegende Blätter, also in Querformat, also nicht in Hochformat DIN A4, sondern Querformat DIN A4. Dann würden da auch vier oder fünf nebeneinander gehen sozusagen. Und dann das Ziel wäre natürlich un, extrem stark. Variierende externe Experten hinzuzuziehen, sodass man dann also wirklich eine breite Palette aller Möglichkeiten hat, in allen Extremen sozusagen. Und äh, ja, und dann könnte man die Parteibasis, die ja leider meistens nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe entspricht, vorläufig konsensieren lassen, weil die Wähler sicherlich so ein bisschen wissen wollen, Wes Geisteskind sind so denn die Parteimitglieder, denn denen gibt man ja auch eine gewisse Macht, nämlich auch die gewisse Macht in die Hand. Und deswegen ist es vielleicht für die Wähler auch interessant zu wissen, welch Geisteskind die sind. Also würden die äh, die Parteibasis konsensieren. Und der fettgedruckte Vorschlag ist immer der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand äh, sozusagen dann. Und äh, ja, ich lese mal vor. Also, man hätte jetzt, also, wir stellen uns vor, wir hätten jetzt hier vier bis fünf nebeneinander stehende Vorschläge. Da steht jetzt hier ein Vorschlag der, zum Thema Gesundheitsreform. Ich lese mal vor. Endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir durch ein kostenloses Gesundheits-, Freizeit- und Wochenendangebot hilft dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekomme. Von meiner Arztpraxis und oder nicht ärztlichen Hausarztersatzpraxis bzw. deren Gesundheitsteam bekomme ich also Physiotherapie, Ernährungsberatung, Gesundheitssport und alles andere gesundheitsförderliche kostenlos angeboten alles aus einer Hand. Will ich zukünftig den größten... Äh, wo ist es? Ah ja, will ich zukünftig den größten Freizeitspaß haben, gehe ich zu meiner Gesundheitskommune. Es werden Statistiken über Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit von uns allen erfasst. Die Belohnung des Arztes richtet sich nach diesen Statistiken. Wer geht dann noch in eine Arztpraxis, die im öffentlichen Ranking weiter unten steht? Naja, hoffentlich niemand mehr, weil er doch nicht zu jemandem gehen will, möchte, dessen Gesundheitsförderungsleistung und Krankheitsverhinderungswirkung nachweislich sehr gering ist. Ja? Ja, es ist unschwer erkennbar, dass dieser erste Vorschlag von den Welt, vom Weltrat, Next Scientists for Future, ungefähr eine Zusammenfassung oder ein Zusammenfassungsversuch ist seitens der Partei vom Weltrat bzw. den Next Scientists for Future. Und hier der andere Vorschlag, der jetzt mal, nehmen wir mal an, der wäre jetzt konsensiert worden als der mit dem geringsten Widerstand. Rücknahme der unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen, Reform des Gesundheitssystems mit Beratungs- statt Impfpflicht. Äh, dritter Vorschlag: Die Gesellschaft braucht Freiheit in Gesundheit, in Sport. Also, die letzten beiden Vorschläge empfinden wir natürlich von den Next Scientists for Future als viel zu wenig. Man kann ein so gewaltig schlechtes Gesundheitswesen nicht mit, mit so wenigen Dingen äh, korrigieren, sozusagen. Das ist viel zu wenig. Schluck Wasser. Und außerdem ist eine zu starke Orientierung zum Beispiel das Wort unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen, also es würde aus unserer Sicht weniger Konflikte mit den zukünftigen Koalitionspartnern, die man ja noch braucht als freundliche Koalitionspartner, würde es besser anstehen, wenn man einfach sagen würde, wir wenden den Blick nach Weißrussland und dort hat man... Die Winter ignoriert, wie man genauso behandelt, wie man sie jetzt jedes Jahr behandelt, und auf diese Praxis wechseln wir über. Und damit ist das Thema vom Tisch und man geht nicht so in eine Vorwurfshaltung und schafft sich nicht Feinde und Gegner, die man ja noch braucht. Ja? Gut, dann lese ich mal vor, wie das aussehen könnte. Wie gesagt, noch ein, zwei externe Experten wären besser. Dann haben wir also hier zweites Volksabstimmungsthema, Presse, Radio, Fernsehen. Wir setzen auf das Wissen und die Erfahrungen ein, einer informierten Zivilgesellschaft. Empfinde ich wieder persönlich als sehr dünn. Ne? Unabhängige Medien sind eine unverzichtbare Voraussetzung für eine objektive und freie Meinungsbildung und damit Grundlage aller demokratischen Prozesse. Jeder steuerzahlende Bürger mit der Abgabe seiner Einkommensteuererklärung kann selber entscheiden, welchen Medienunternehmen ein festgesetzter Anteil seiner Steuerschuld direkt vom Finanzamt überwiesen wird. Ja, da will man also quasi doch eine individuell finanzierte Medienlandschaft haben. Also offensichtlich will man da erwirken, dass jeder so seine Lieblingsmedien unterstützen kann. Und das ist sicherlich schon ein Schritt in eine Richtung einer Demokratisierung der Medienlandschaft, aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Entscheidet er nicht, wird sein Anteil auf die zehn meistgewählten Medien seines Bundeslandes verteilt. Die ARD und ZDF, Deutschlandradio Beitragsservicegebühr empfällt, ja, das ist schon mal richtig, dass man die natürlich wegfallen lassen muss. Medienunternehmen, die von Bürgern ausgewählt werden wollen, müssen ihr Angebot im Internet und Fernsehen kostenfrei abrufbar machen, ja, damit wir sozusagen dem Ziel dann wenn die ja Leute ja einmal was überwiesen haben, dass sie dann auch wirklich, dass sie sozusagen an den öffentlichen, gemeinnützigen Medien auch teilnehmen. Ja, gut, das wird auch nicht jeder Sender machen. Äh, eventuell, na gut, wird man sehen, ob die das machen. Ja, das, äh, das ist sicherlich so eine Klippe. Was ist, wenn viele Leute ein bestimmtes Medium mögen, das aber nicht bereit ist, kostenfrei im Internet abrufbar zu sein? Ja, das ist dann wieder so ein Schwachpunkt des Ganzen. Ja, der dritte Vorschlag, die dritte Volksentscheidsalternative: ARD und ZDF werden sofort werbefrei und steuerfinanziert. Neue Werbenkun Werbekunden, kritische Journalisten werden angestellt und bekommen 50 Prozent der Stimmenmacht. Zukünftig werden also in jeder Sendung Experten gleich lange gehört, die beide Seiten bzw. alle Seiten an Meinungen vertreten. Keine einseitige Berichterstattung mehr. Man denke als Positivbeispiele an den Artefilm Big Pharma, die Allmacht der Konzerne und an Profiteure der Angst. Ja, also hier werden also quasi erst einmal generell ARD und ZDF völlig werbefrei und steuerfinanziert. Hier wird zwar nicht, im Gegensatz zu hier, werden quasi nicht bestimmte Medien nach Wunsch gesponsert. Sondern AND und ZDF werden einfach in wunschgerechte Medien umgewandelt, nämlich dadurch, dass gegenüber den früheren Werbekunden extrem kritische Journalisten eingestellt werden müssen, angestellt werden müssen äh, und 50 Prozent der Stimmmacht äh, bekommen, ist auch garantiert, dass. Sozusagen jede Sendung, weil diese 50% stimmen, werden natürlich die kritischen Journalisten nur vergeben, wenn auch alle Seiten und alle Seiten an Meinungen vertreten sind. Ja, wobei man sagen muss, es ist gar nicht so schlecht zu überlegen, ob man nicht wirklich das macht, dass jeder sein Lieblingsmedienunternehmen unterstützen kann, seinen Lieblingssender finanziell unterstützen kann. Das wäre durchaus äh, äh, sozusagen äh, durchaus okay, dann könnte ja zum Beispiel auch unser Sender gewählt werden von manchen. ja so also von daher gehen würde auch das hier als kann man durchaus darüber nachdenken, ob man vielleicht eine Fusion aus diesen beiden Vorschlägen machen könnte ja. Auf jeden Fall äh, gehen beide in ungefähr die richtige Richtung. Ich kann jetzt nicht direkt erkennen, dass der, dieser Vorschlag hier ein grundsätzlicher Fehler sei. Aber wir sind jetzt mal hier spaßeshalber davon ab ausgegangen, dass jetzt dieser Vorschlag, der vom Weltrat, den Next Scientists for Future, eine ungefähr zu, zu, ungefähre Zusammenfassung darstellt, dass der jetzt mal gewählt worden sei. Schluckwasser. aber wie gesagt, da könnte man gerne diskutieren in den internet-fernsehtalkshows ob man da vielleicht eine fusion macht aus den beiden. Ne? so und dann dritter volksentscheidspunkt kinderkrippen und kindergärten. partei setzt sich dafür ein, dass der besuch von kinderkrippen und kindergärten vollständig aus steuermitteln finanziert wird Eltern erhalten pro Kind und ja einen Bildungsgutschein, den sie für einen Platz in einer Kinderkrippe bzw. eines Kindergartens einsetzen können. Den haben der ist jetzt hier spaßeshalber mal als fett, also das wäre der mit dem geringsten Widerstand gewesen innerhalb der Parteibasis sozusagen, innerhalb des Konsensierens. Und dann wäre hier ein Vorschlag, wo keiner steht, weil da irgendwie von den parteiinternen oder externen Experten kein Vorschlag kam. Deswegen war ja auch die Frage, man kann ja diese vier bis fünf Vorschlagsplätze auch mit denen vollmachen, die überhaupt Vorschläge haben. Ja? Das war ja auch ein Vorschlag von dem Mitglied der Partei Wir 2020 EU. Kann man, sollte man so machen vielleicht. Und dann hier der Vorschlag, Kinderbetreuung aus Steuermitteln finanziert, auch Betriebskindergärten, Kindersekretärinnen, die also sich mal ums Kind kümmern können und mal Sekretärinnenaufgaben übernehmen können, und Ausgleichszahlungen an Arbeitgeber für das Weiterbeschäftigen von Müttern. Karriere und Kinder werden erstmals optimal vereinbar, auch durch hohe Steuerfreibeträge ab Mutterschaft und durch eine vorgezogene Mütterrente, also gemeint ist mit hohen Steuerfreibeträgen, dass, was weiß ich, zwischen zehn, je nachdem wie die Ges Gesellschaft entscheidet, zwischen 10 und 100 Prozent Steuerfreiheit und ab, vielleicht sogar Abgabenfreiheit für Mütter gegeben wird, ab Mutterschaft. Also da muss man sehen, ob es nicht nur Steuerfreistellungen äh, sind von was weiß ich, 10 bis 100 Prozent Steuern, sondern auch die Abgaben, Abgaben freigestellt werden und so weiter. Abgabenbefreiung, also quasi Entlastung der Mütter, damit eben wieder Karriere und Kinder erstmals optimal vereinbar sind. Ja? Gut. So, dann, also man sieht hier Gemeinsamkeiten, also sozusagen die Steuerfinanziertheit ist bei beiden Vorschlägen drin. Das ist ja hier der Vorschlag von den Next Scientists for Future, soll es ja sein. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ökologische Landwirtschaft. Das war jetzt zu viel Sprung. Ökologische Landwirtschaft. In dem Fall ist dieser der spaßeshalber so gekennzeichnet wurde als Fettdruck, als der mit dem geringsten Widerstand durch die Parteibasis. Also so Supermarkt, Kiosk und Restaurantleiter werden mit Verdienstzuschüssen für nachweisliche Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung belohnt. Also das entspricht dem Prinzip, dass bei den Next Scientists for Future ja jedes Unternehmen, jeder Betrieb als Teil des Gesundheitswesens verstanden wird. Denn wozu brauchen Sie bitte, liebe Wählerinnen? Ein Unternehmen, das nicht ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit oder wenigstens einen Teil davon vergrößert. Wenn es das nicht tut, ist es ja ein für sie nutzloses Unternehmen, dann sollte es das auch nicht geben. Ja? Also von daher äh, ist das ja eigentlich logisch, dass auch jedes Unternehmen Teil des Gesundheitswesens wird oder beziehungsweise verstanden wird als Teil des Gesundheitswesens und anhand seiner Gesundheitsförderungs-, Förderungswirkung und Langlebigkeitsförderungswirkung belohnt wird ja, durch Verdienstzuschüsse. Also, Supermarktkiosk und Restaurantleiter werden mit Verdienstzuschüssen für nachweisliche Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung belohnt. Die Verdienstzuschüsse werden sie auch verwenden dafür, dass sie ökologische Permakultur und ähnliche Produkte billiger anbieten als konventionelle und wahrscheinlich werden sie gleichzeitig auch eine Ernährungsberaterin beschäftigen, um auf Wunsch die Kunden unentgeltlich zu beraten. Überwiegend Zulieferer hochwertigster Bioprodukte werden berücksichtigt werden. Die gesamte Landwirtschaft wird entsprechend umstellen. Auch hier entscheiden Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten der Kunden über das öffentliche Ranking, das es den Kunden ganz leicht macht, gesundheitsförderliche Leiter, Restaur Restaurantleiter, Marktleiter als Lebensmittelbezugsquelle zu wählen. Da kann also auch zum Beispiel ein Ökomarkt aufgeführt werden, ne? wie bei uns hier in Köln. Ne? Zweiter Vorschlag, nachhaltig arbeitende landwirtschaftliche Betriebe vermeiden durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge und, und Pflanzenmittel, durch extensive Tierhaltung, regionale Herkunft von Betriebsmitteln, Verwendung von samenfesten Sorten, etc., negative externe Effekte der Landwirtschaft. Ja, das wäre mir jetzt wieder persönlich viel zu wenig. Ja? Wo ist da die gemessene Gesund und bewiesene Gesundheitswirkung der Landwirtschaft? Diese Landwirtschaft kann ja immer noch gesundheitsschädlich sein. Was ist da mit der Ursortenrückzüchtung? Was, was ist damit, wenn die Sorten? auswahl schlecht ist und nicht gesundheitsförderlich ist. Also das ist für mich sozusagen bei weitem nicht ausreichend. Also wo ist die Messung der, der Gesundheitswirkung, der Wohlfühlenswirkung und der Langlebigkeitswirkung derart erzeugter Produkte? Die ist nicht gegeben und damit ist das ein aus meiner Sicht unzureichender Vorschlag. Die Natur stellt unsere unverzichtbare Lebensgrundlage dar. Wir sind deshalb nicht nur moralisch zu einem respektvollen und nachhaltigen Umgang mit ihr verpflichtet. Wir setzen uns daher für Umwelt und Tierschutz sowie für die Umstellung der Landwirtschaft auf nachhaltigen ökologischen Landbau ein. Das ist der unkonkreteste Vorschlag, der wäre jetzt hier konsensiert worden, aber das, ich hoffe, dass das wirklich keine Parteibasis konsensieren würde sozusagen, weil äh, das ist äh, eigentlich nur Worthülsen, ja? das sind nur moralische, kl gut klingende Worte, die nichts sagen, da, da könnte alles äh, dann gemacht werden und nichts, ja. Und dann klingt das hier nach einem NGO-Programm ein, an, an, also nach einer äh, Nichtregierungsorganisation, äh, nicht die quasi Propaganda macht und Gehirnwäsche macht, um möglichst viele Spenden sammeln zu können für Umweltschutz und Tierschutz, also die Tiere, die Umwelt, die Natur die weltbürger die die, die die welt retten also alles retten nur nicht die wählerinnen also das klingt hier so nach den üblichen werbeformulierungen mit denen die ngos werbegelder einwerben indem sie auf die moralische Drü Drüse drücken, so ihr seid doch wohl auch alle für Tierschutz und für Umweltschutz, also spendet uns, damit unsere Geschäftsführer fürstliche Gehälter haben und bekommen und so weiter. Ja? Also und die Umstellung auf der Landwirtschaft auf nachhaltigen ökologischen Landbau wäre mir wiederum viel zu wenig, weil eben da wieder nicht die Messung der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wohlfühldaten. Also wer sagt uns denn, dass das, was ökologischer, nachhaltiger Landbau heißt, dass der meiner Gesundheit gut tut, meiner Land äh, Langlebigkeit gut tut und meinem Wohlfühlen gut tut? Das ist ja überhaupt nicht gesagt. Es kann ja sein, dass einfach hier ein Wortetikett drangehängt wird und am Ende etwas Total Schädliches gemacht wird. Also Sie sehen... Wenn man das dann also diskutieren würde in Talkshows, dann hoffe ich natürlich, dass man sich für diesen konkreten Vorschlag der Next Scientists for Future entscheiden würde. Ja, so wäre also der erste Volksentscheid. Ja, das wäre also der erste Volksentscheid nach der Wahl. Genauso müssten Wahlprogramme geschrieben werden. Das wäre also ein Muster, vielleicht mit vier, also im Querformat, vier bis fünf Spalten. Einige externe Experten, einige parteiinterne Experten und dann das vorläufige Konsensierungsergebnis, damit die Wähler sehen können, äh, äh, wes Geistes Kind die Parteibasis ist. Und dann können die Wähler nach der Wahl dieser Partei dann in einem Volksentscheid. Sozusagen selber das letzte Wort haben. Und das ist doch schon mal sehr demokratisch. Und wenn man da noch die anderen Elemente der Demokratisierungskette der Next Scientists for Future dazu nimmt, nämlich hier, wo ist die Demokratisierungskette? Neben den bisherigen Wahlen also nicht nur Volksentscheide dazu nimmt, sondern Wohlfühlstimme die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und die gleich, parallel dazu gestalteten Demokratie-Pur-Freie Argumente, Plattform-Talkshows in ARD und ZDF und so weiter oder in allen Medien. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel jetzt ein Nachteil der Lösung, wo jeder sein eigenes Medium bezahlt. Die Frage ist, dann müssten ja alle diese Medien auch diese Demokratie-Pur-Talkshows gestalten und das ist halt einfacher, wenn es eine Demokratie-Pur-Talkshow täglich gibt von ARD und eine von ZDF und denn dann hat es der Bundeswahlleiter leichter natürlich dort die Bewerber zuzuteilen, denn wahrscheinlich sollte man das alles über den Bundeswahlleiter laufen lassen, weil der ja sowieso für die Vorwahlen Mini-Volksentscheide sowieso dann gucken muss, wer möchte dann wirklich auch Wem reicht es, nur bei den Talkshows aufzutreten und wer besteht dann darauf, auch vor den äh, Vorwahlen Mini-Volksentscheiden aufzutreten und so die Politik dann ganz konkret herauszufordern? Ja? Und ja, also von daher, man kann sagen, auf jeden Fall haben die Next Scientists for Future eine große Palette von... Demokratisierungsmaßnahmen, die also sozusagen äh, äh, letztendlich äh, da wirklich große, äh, ja, echte Demokratie bringen und so, dass wir WählerInnen zum ersten Mal das Sagen haben und nicht mehr die Konzerne und ihre Lobbyisten. Die haben dann nichts mehr zu sagen. Ja, ja dann gehen wir mal wieder hier zurück. Was haben wir denn noch so an Kurznachrichten? Ja, jeder darf im Modell der Next Scientists for Future maximal zwei Hausarzt-Ersatzteams haben, weil einer könnte ja sein, dass es ein Spezialist für Psychologisches und Redekontakte ist und der andere eher so der. Hausarzt, der dann durchaus auch mal vielleicht mit einem Medikament arbeitet, also durchaus maximal zwei Teams und deren äh, Veranstaltungen darf man dann natürlich auch alle kostenlos besuchen. Dann müsste man über die Karte, kann ja registriert werden, indem die Karte immer an ein Eingangsgerät gehalten wird, so ähnlich wie bei den Fitnessstudios kann ja registriert werden, äh, zum Beispiel, dass man sich bei Team 1 80% der Betreuung geholt hat und bei Team 2 20% der Betreuung und entsprechend können dann auch die Verdienstzuschüsse äh, sozusagen äh, verteilt werden ne? auf die zwei äh, Hausarztersatz teams sozusagen ja? ja zum beispiel auch jeder der sich in einem alten und pflegeheim äh, befindet der hat ja sein, dann sein hausarzt-ersatz-team pflege- und altenheim-team sozusagen und der kann sich dann eben noch ein externes team auch noch wählen ja das ist doch in ordnung ja? dann hat man das angebot des alten und pflegeheims zur verfügung und auch noch einen externen Anbieter zur Verfügung. Ja, ja und dann äh, vielleicht sollten wir das Arbeitsamt also umbenennen in Amt für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung. Und die Mitarbeiter, die sprechen dann zukünftig mit allen Bewohnern ihres Bezirkes über das Thema Arbeit. Alle die, alle die Personen, die durch die neue Gesellschaft immer gesünder werden und auch all die Rentner, die immer fitter werden und denen es wieder in den Fingern juckt, sozusagen mal wieder ein bisschen aktiv zu werden, können ja langsam wieder einsteigen und äh, äh, sodass es so etwas gibt, wie man hat gegenüber dem Ar Arbeitsamt. Gibt es eine Beratungspflicht? Ja, die gibt es, aber keine Arbeitspflicht. Also Beratungspflicht ja, Arbeitspflicht nein. Also da kann dann der Arbeitsamtmitarbeiter werben dafür, dass es doch Spaß machen kann, mit netten Leuten irgendwo wieder berufstätig zu sein und mitzuziehen, an der Gesamtgesellschaft mitzuhelfen und selbst wieder ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein und so weiter. Ja, und ich meine, wenn da der eine oder andere Arbeitsamtmitarbeiter doch wirklich so die Leute nochmal auch so ein bisschen an ihre Pflicht äh, nicht nur zu nehmen bezüglich der Gesellschaft, sondern auch zu geben erinnert, dann ist das, finde ich, durchaus in Ordnung. ja Denn am Ende, eine Arbeitspflicht wird es ja trotzdem nicht geben. Ja? Also die Freiheit... Im Zweifelsfall, dass dann der, der Mensch sagt, ich mache sozial wertvolle Arbeit da und dort und bitte erkennen Sie das an, dass ich das mache und deswegen nicht jetzt noch eine kommerzielle Arbeit machen möchte, das wird dann durchaus akzeptiert. Und wie gesagt, es gibt dann auch im System der Next Scientists for Future diesen Zwang zum Arbeiten nicht. Aber es gibt ja noch ein anderes Mittel. Die Next Scientists for Future haben noch, natürlich dann das Mittel noch, dass parallel zu diesen Beratungsgesprächen vielleicht schon die ersten 10% an Kürzung bei Hartz IV oder äh, dem, einem kleinen bedingungslosen Grund oder einem entsprechenden bedingungslosen Grundeinkommen. Dass dann schon das beginnt, was die Next Scientists for Future eigentlich erst für später vorgesehen haben. Aber wenn die Leute dann sehen, aha, jetzt habe ich einen Beratungstermin mit meinem, äh, mich besucht mein zuständiger Mitarbeiter des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung. Ja. Und, und spricht zum Beispiel auch mit einem Betrieb und sorgt dafür, dass der, nicht, dass der vielleicht ein bisschen unterstützt wird, damit bestimmte Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Man muss da schon aufpassen. Man darf natürlich nicht versuchen, dass da nicht überlebensfähige Unternehmen gerettet werden. Aber wenn es irgendwie nur um Kleinigkeiten geht oder so oder wenn nur gerade ein vorübergehender Engpass ist, da kann man dann auch schon mal ein kleines Unternehmen ein bisschen unterstützen seitens des Arbeitsamtes, des Mitarbeiters, des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und, und Wirtschaftsförderung. Und kann da mal eine kleine Wirtschaftsförderung investieren, die man ja dann auch wieder zurückkriegen sollte in den Etat, in den eigenen Etat des Mitarbeiters. Ja, ja aber da kann dann auch den... Den Personen, die bis jetzt noch nicht arbeiten, eben auch nochmal mitgeteilt werden. Hier, hoppla. Sie wissen ja auch, dass im nächsten Monat dann das beginnt, dass die 10% pro Monat der Rückbau von Hartz IV stattfindet, also das Gesundschrumpfen von Hartz IV, das ja die Next Scientists for Future als viel zu verwöhnungsmäßig bezeichnen. Also, liebe Wählerinnen, wir sagen Ihnen die Wahrheit als einzige, da wir ja nicht voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und Arbeitsamtmitarbeiter im jetzigen Stile, die natürlich dann die größten Karrieren machen, wenn es immer mehr und immer, wenn es viele Millionen Arbeitslose und Dauerarbeitslose und Langzeitarbeitslose gibt. Daran, wir von den Next Scientists for Future sind ja von solchen Interessenslagen völlig frei und sagen ihnen als einzige die Wahrheit, das jetzige Hartz IV ist eine riesige, großzügige Ver Überverwöhnung und damit ein Festhalten der Arbeitslosen in der Arbeitslosigkeit weil sie damit eigentlich äh, sozusagen äh, ja, letztendlich jeden Tag Party feiern können mit dem, was sie da, und das auf Kosten aller arbeitenden Menschen und Sie, liebe Wählerinnen, die ja großenteils Arbeit, arbeitende Menschen sind. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie genau verstünden, wie sehr verwöhnend dieses Hartz IV ist, ob Sie dann überhaupt noch bereit wären, da dieses äh, zu, zu tolerieren und zu spielen, mitzuspielen. Ich glaube, sie würden dann so, wie die Next Scientists for Future, sagen, ja, wir müssen dann in 10% Schritten das Ganze runterkürzen, bis auf ein gesundes Maß, ja. Also unser Beispiel heißt äh, für eine erwachsene Person maximal 50 Euro im Monat für gesunde Ernährung. Damit kann man sich kerngesund und pappsatt ernähren äh, sozusagen. Und die ganzen Luxusspielereien, die wollen Sie, Wähler, liebe Wählerinnen, doch wohl nicht finanzieren. Ja? Und dann wissen also sozusagen auch die, die gerade Besuch bekommen vom Arbeitsamt äh, und äh, wo die Beratungspflichttermine stattfinden, sozusagen, dann wissen die, ja hoppla, vielleicht sollte ich das Angebot des Arbeitsamts, des Mitarbeiters, des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung vielleicht aufgreifen. Denn wenn das in 10% Schritten jetzt immer weiter runtergeht, dann wird es vielleicht doch nicht mehr so hängemattenmäßig. Und dann kann ich doch nicht mehr jeden Tag die große Party feiern auf Kosten der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Dann sollte ich vielleicht doch arbeiten gehen. Ja? Denn man bekommt ja dann auch erst einmal alles, was man selbst verdient, auch netto zu zugezahlt. Also man verliert erst mal. Das Hartz IV nicht, aber gut, das wird je, jeden Monat 10% niedriger und äh, bis zu einem bestimmten Minimum. Was allerdings dazu käme, neu wäre die neue Rechtsschutzversicherung für alle, so wie Krankenversicherung. Jeder wird Rechtsschutzversichert kostenlos. Ja, und dann werden sich doch viele überlegen, und je mehr diese 10% Kürzung von Hartz IV voranschreitet, desto mehr werden sich dann doch an den Arbeits, ihren Arbeits, äh, ihren äh, Mitarbeiter des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung wenden und dann doch eben arbeiten gehen. Ne? Ja, bei NGOs wie Fridays for Future geht es eventuell ja gar nicht um Problemlösung. Vielleicht war der Fehler der Next Scientists for Future, dass sie viel zu viel gutgläubig und naiv waren und unterstellt haben, es ginge wirklich um ein klimaneutrales Deutschland bei Fridays for Future. Vielleicht ging es von Anfang an nur darum, wie man Menschen manipulieren kann, dass sie mögst, größtmögliche Spendengelder locker machen und auf, auf Konten einzahlen und an denen sich dann man sich dann bestmöglich bereichern kann auf Kosten der Opfer, ja, der, der Spendenwillig gemachten Opfer sozusagen. Vielleicht ging es nur äh, um dieses, die Erhaltung, Vielleicht geht es wie bei allen NGOs, eigentlich ging es von Anfang an nur um die Problemerhaltung, denn nur wenn ich das Problem erhalte, dann kann ich ja ein Maximum an Spenden erzielen. Ja? Das erinnert mich an den öffentlich-rechtlichen Fernsehbericht, äh, der ganz klar zeigte, dass eine NGO Kinder künstlich in den Staat von Status von Waisenkindern versetzt hat um damit an die Spendengelder derjenigen ranzukommen, die bereit waren, viel Geld dafür zu zahlen, dass sie dann vermeintlich echten, weisen Kindern helfen können. Dabei wurden diese Kinder den Eltern nur weggenommen, damit man eben diese Spendengelder erschleichen kann, sozusagen. Und vielleicht sind NGOs immer so aufgebaut und vielleicht war es ein Fehler, Fridays for Future oder Scientists for Future, überhaupt ein echtes Interesse an einer Problemlösung zu unterstellen, sondern man hätte gleich wie bei jeder anderen NGO auch unterstellen sollen, dass es immer nur um Sim äh, Problemerhaltung oder gar Problemvergrößerung geht, weil eben nur so ein Maximum an Spendengeldern erzielbar ist, die man dann abgreifen kann. Ja? Und vielleicht müssen wir wirklich sagen, alle NGOs sind gleich eventuell. Es geht alle, allen nur darum, die Bürger spendenwillig zu klopfen so lange auf der moralisch mit der moralischen Keule auf den Bürgern, auf den Wählerinnen herumzuklopfen, bis die Spendenwillig geklopft sind und dann Spendengelder überweisen und dafür müssen die Probleme so groß wie möglich erhalten werden. Wir haben uns ja immer so gewundert, warum so wenig Interesse und Nachfrage daran ist bei den NGOs nach den Lösungen der Next Scientists for Future. Ja, weil Lösungen des Problems, der größte Feind der Spendengelder, des Spendengelderaufkommens sind. Ja? Sondern man muss ja die Probleme erhalten. Und deswegen darf es und soll es keine Lösung, wie die Lösungen der Next Scientists for Future soll es nach Möglichkeit ja gar nicht geben. Und deswegen redet man auch gar nicht ausführlich mit denen, weil, weil dann ja die, die, die Spenden verschwinden würden, wenn das Problem gelöst wäre. Also wir müssen genauso wie beim Medizin-, Impf- und Pharmaindustrie äh, äh, Problem, äh, also Schluckwasser erstmal. genauso wie die Impf- und Pharmaindustrie und Test- und Maskenindustrie sich kein Stück für die Immunstärkungsmaßnahmen der Next Scientists for Future interessiert, also wie man die Immunabwehr so stärkt, dass alle Winterartenwegserkrankungen äh, nur noch ein verschwindend kleines Problem darstellen würden, ja? Das interessiert niemanden weil man ja sonst nicht mehr einen maximalen Verkaufserfolg an Impfungen erzielen kann. Ja? Und genauso ist es vielleicht bei allen NGOs, auch Fridays for Future und, Next, äh, und Scientists for Future von Anfang an gewesen, dass es immer nur darum ging, möglichst viel des Problems zu erhalten, weil nur so ein Maximum an Spenden erzielbar ist. Vielleicht haben wir wirklich den Fehler gemacht, dass wir dachten, dass diese NGO Fridays for Future irgendwie eine nicht kommerzielle wäre. Vielleicht war sie aber von Anfang an als kommerzielles Spendenerzielungsgeschäft angelegt. Und wir waren naiv als Next Scientists for Future und gutgläubig. Ja, das müssen wir vielleicht zugeben. Ja, aber jetzt sind wir ja nicht mehr so naiv. Wir sehen ja jetzt äh, äh, die Schädlichkeit all dieser NGOs jetzt ganz deutlich. Ja? Aber das war sicherlich nicht leicht, weil man ja so naiv denkt, Greenpeace und Bund und Nabu und so weiter, das seien alles irgendwie gemeinnützige, menschenfreundliche Organisationen. Vielleicht sind das alles nur in Wirklichkeit Spendengeile. Problemförderer und Problemerhalter, die die Probleme sogar noch vergrößern, um so noch mehr Spenden zu erzielen zu können. Ja, also das muss man sich noch mal klar sein. Gut, auch wir Next Scientists for Future müssen also dazulernen. Ne? Und äh, ja, so jetzt zeige ich noch kurz den Ausstieg. Wir befinden uns ja jetzt auch wieder hier in einer, in einem Google Meet, Talkshow-Meeting, hier würden Sie dann also jetzt, jetzt, wenn ich, würde ich die Präsentation beenden und Sie würden jetzt also hier äh, sozusagen, ja, letztendlich hätte ich jetzt die Präsentation beendet und Sie würden jetzt alle Talkshow-Teilnehmer, da können Sie sich auch bewerben, telefonisch. Bitte anrufen bei nextscientistsforfuture.de und dann können Sie mittalken. Ähm, am Freitag ist ja die nächste Talkshow, wo wieder das Konzept ist. Ja, wo ist das Konzept hier? Äh, wie heißt es dann am Freitag wieder? Freitagabend wieder? Die wissenschaftliche Tagesschau heute: Demokratie, Pur Talkshow, freie Argumente, Plattform, die Basis. Wir 2020, Fraktpartei, Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten, Schrägstrich, Reformer, interne und externe, äh, zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial 56 Prozent. Ja, das Dilemma dabei ist: ja, wo es sind, äh, ja, das. Diese Talkshows müssten ja eigentlich in allen Großsendern stattfinden. Punkt Preradovic, KenFM, überall müssten solche Talkshows stattfinden. Und bis jetzt geschieht es nicht. Das bedeutet, dass eigentlich alle alles dafür tun, dass alles so weiterläuft. Denn vielleicht sind auch die, die meisten Internetfernsehsender daraufhin angelegt, dass es darum geht, die Probleme zu erhalten weil es dann einfach mehr spendende Kunden für die Internetfernsehsender gibt und sie sozusagen damit am meisten Geld verdienen, indem die Probleme bestehen bleiben und nicht gelöst werden. Vielleicht ist das auch das Rätselslösung, dass alle in unserer Gesellschaft so nach dem Prinzip funktionieren, wie kann ich möglichst viel Geld abgreifen von den Wählerinnen? dass es immer nur darum geht, wie kann ich möglichst viel Geld aus dem großen Kuchen hier, hier ist er, nochmal zur Erinnerung, der große Kuchen, ja, das ist der große Kuchen, hier, das sind, das sind hier am Rande sitzen die ganzen Spaten und vielleicht auch die Internetfernsehsender und die NGOs, die würden jetzt mal hier sitzen und die wollen natürlich so viel Geld rausschlagen aus ihnen aus dem gesamten Kuchen, der aus allen anderen Sparten und den nicht Sparten zugehörigen Wählerinnen besteht, sozusagen herausschlagen. Und vielleicht geht es auch beim Internetfernsehen gar nicht und niemals um eine bessere Gesellschaft sondern um die Erhaltung einer schlecht, äh, schlechten Gesellschaft und nur um ein Klagen darüber. Wir haben uns ja schon immer gewundert, warum sich die Journalisten nicht für Lösungen interessieren, sondern immer nur um das Klagen. Also die, die Wählerinnen haben in ihren Kommentaren ja uns so sehr gelobt dafür, dass wir ja Lösungen bringen und nicht nur klagen und jammern über die Missstände und wir haben uns so gewundert, warum die großen Sender eben gar kein Interesse zu haben scheinen, auch die großen Internetfernsehsender kein richtiges Interesse haben, über Lösungen zu reden, vielleicht, weil dann ja ihre Geldgrundlage weggeht. Ihre Grundlage, die Wählerinnen zu schröpfen, besteht vielleicht darin, dass alle gesellschaftlichen Probleme erhalten bleiben. Genauso wie die NGOs, da, dass die ganzen Umweltprobleme erhalten bleiben, damit man mehr Spendengelder kriegt. Und vielleicht ist das Motiv bei den Internetfernsehsendern identisch. Keine Ahnung. Ne? Könnte ja auch sein, dass wir, wir alle aufhören müssen, das Ganze naiv zu betrachten, sondern überall geht es nur darum, dass man sie, liebe Wählerinnen, abkassieren möchte. Ja? Dass man sie einfach äh, sozusagen ja, abkassieren möchte. Und mehr nicht. Ja, vielleicht geht es, geht es nie um etwas anderes. Ja? Außer beim Weltrat, den Next Scientists for Future. Da garantiere ich Ihnen, da geht es nicht darum. Da geht es um glücklicheres Leben, gesünderes Leben. Da wollen die Next Scientists for Future vom Weltrat, wollen selber nur für sich und ihre Urenkelkinder ein gesünderes, glücklicheres, längeres und reicheres Leben. Also... Wie, es geht nur darum, wie kann mein Leben viel gesünder, länger, reicher, glücklicher werden? Und da sind wir wohl vielleicht die Einzigen auf der Welt, ja, liebe Zuschauer. Vielleicht sind wir die Einzigen, die denen es nicht darum geht, sie nur abzukassieren, sondern bei denen es, denen es ernsthaft um ihr eigenes Glücklicher werden geht und das Glücklicher werden aller geht und nicht um ein Abkassieren und Abzocken von Ihnen, liebe Wählerinnen. Ja, das war es dann wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Winke, winke. Also da sind wir hier. Ja. Tschüssi bis bald. Jetzt müsste es doch hier abschaltbar sein. Ja, tschüssi bis bald.